Hallo und willkommen wieder bei einem neuen Video von mir. Wieder mal eine neue BD ist in meine Filmsammlung gewandert. Und zwar ist es hier X-Men, die Trilogie. Ja, ich weiß schon, es gibt noch andere Auflagen, wo alle Teile drauf sind und noch die ganzen Wolverine-Sachen und so ein Kram. Aber für mich, muss ich ehrlich sagen, sind die X-Men 1 bis 3 die X-Men, sag ich jetzt mal. Der Rest ist mir, hat mir nicht so, nie so gefallen und fand ich auch eher verwirrend als unterhaltsam, sag ich jetzt mal, als unterhaltend, ja. Ja, hier ist die ganz normale Armari. Es sind vier Discs drin, vier BDs. Es ist eine Trilogie, das andere ist eine Bonus-DVD. Leider kein Wendecover, ja, das ist halt schade. Also, ihr habt hier 1, 2 und halt 3, der letzte Widerstand, mit exklusiver Bonus. Ja, Disc. Ja, so von der Seite halt. Vier Discs seht ihr schon. Und so sieht die ganze Armari von hinten aus. Oder Amare oder wie auch immer, ne? Wie man es denn nennen mag. Ja, alle drei haben ein gutes Bild. Der Ton ist ein ganz normaler von der DVD, den Dolby, an den 5.1 DTS-Ton. Aber immerhin ein DDS-Ton und mir persönlich gefällt der Teil 2, gerade was die Sounds anbelangt, also diese Abmischung. Also hier sind wirklich die Effektkanäle mal, kommen mal zu ihrem Zug, sag ich jetzt mal. Genau wie auch bei 1, wo Wolverine da in dieser Schule ist halt und wo ihm halt der, ja, wie heißt der Racer, also Rolli hier, wo ist er denn? Ja, der Rollstuhltyp, ich komme jetzt nicht auf seinen Namen. Ihr wisst schon, wen ich meine, hier, er hier. Wo er ihn so per Gedanken hier, wo will er hin, wo kommt er her und so, ja. Das finde ich auch ganz cool. Also sehr schöne Abmischung der Effekte. Haben ja nicht viele Filme, wie ich finde. Ja, was gibt es denn noch? Hier ist die Bonus-Disc, da können wir mal sehen, was da so drauf ist. Das Bild ist natürlich leider wieder nur 16 zu 9 mit Balken, aber dafür ganz okay. Ja, den Ton habe ich ja schon erzählt. Und ich muss ehrlich dazu sagen, bei Blu-ray-Disc auf der Seite finde ich gar nicht dieses Cover. Also da gibt es zwar etliche Trilogie-Auflagen, aber dieses Cover hier, was ich persönlich jetzt nicht hässlich finde, ist ganz okay. Das gefällt mir jetzt besser als die anderen Trilogie-Sachen, die rausgekommen sind, so vom Cover her, wie ich finde. Aber ich habe das nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie alt oder neu ist. Also ich habe nur gesehen, dass ich irgendwie glaube, dass. Wo ist denn das? Ich glaube 2016 ist es irgendwie hier, oder? Ihr seht das bestimmt das besser als ich auf meinem kleinen 3-Zoll-Monitor. Oder? Seht ihr das jetzt besser? Ah, es blendet immer alles so. Wenn ihr es gefunden habt. Doch, hier ist es. Da. Ist das ein neues Layout von 2016, weil ich glaube, die anderen waren von 2013 oder so. Aber es ist noch nicht aktualisiert worden. Naja. Wie gesagt. Leider kein Wendecover. Schade, schade, schade. So sind die BDs drin auf. Ja, geteilt. Muss ich auch noch sagen, das Menü der BDs finde ich jetzt gar nicht so schön. Ich finde, damals, wo ich den Osten auf DVD hatte, fand ich das animierte Menü viel, viel schöner. Also haben sich irgendwie mehr Mühe gegeben, meiner Meinung nach. Das war irgendwie interessanter gestaltet. Das war also gerade wo dieser, wie heißt diese Kamera-Serie Pro oder wie das Teil heißt, fand ich irgendwie, also die Animation war irgendwie toller. Hier ist es irgendwie, naja, Musik und das war es dann halt schon. Ja, das war die Vorstellung von X-Men, die Trilogie. Meine Lieblings-3 X-Men-Filme, sag ich jetzt mal. Das soll es gewesen sein. Bis demnächst wieder, euer Digga Yoshi und ich freue mich wieder auf die Kommentare. Und natürlich klar wieder von XXL Diarrhö. Und natürlich von meinen ganzen anderen Zuschauern und Abonnenten. Bis demnächst. Tschüss.